Einmal. Zweimal und dreimal. Was hat er vor? Wer? Er? Ach, ich, der Vorbuddler vom Minenarbeit YouTube-Kanal. Leute, hey ho, herzlich willkommen zu Satisfactory. Ich habe natürlich einiges vor und ich hoffe, ihr macht schön mit und bleibt dran, denn es wird mit Sicherheit wieder heiter werden, vor allem sehr ölig. Ich wünsche euch viel Spaß. So, die Dinger auch erstmal auftanken, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, dass es weitergeht hier. Leider, seht ihr, sind wir immer noch auf diesem blöden Experimental-Bild. Ja, der ist nicht blöd. Der ist nur blöd, weil der oben immer dieser Banner drin steht. Ich hasse das, Leute. Das ist eine Unsitte unter Spieleentwicklern. Spieleversionen und solche Banner gehören einfach nicht in-game. Auf den Screen, ne? Definitiv. Also, sorry, ich muss jetzt mal ein bisschen schimpfen. Aber nein, nein, ich habe alle lieb, alles ist gut. Wir fahren direkt mal los. Wir wollen heute in die Wüste aufbrechen und das Öl sichern. Und ihr wundert euch natürlich immer noch über die ganzen Trucks, die ich hier gebaut habe. Trecker besser gesagt. Ich weiß, ich weiß. Ja, ich habe meinen Trecker verloren und ja, nicht nur einmal. Bin hin und her gerannt, habe das nicht wieder geschafft. Und jetzt baue ich mir einfach mal welche auf Reserve, damit ich immer auch schneller wieder an meine Sterbepunkte zurückkehren kann. Meine Sterbeorte, oh, wie das klingt. Die sind ja auch immer weiter entfernt, weil wir immer häufiger mit dem Trecker unterwegs sind und nicht mehr so wie früher zu Fuß. Weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber wir laufen kaum noch ein Stückchen. Vielleicht mal ein Stückchen durch die Fabrik. Und ja, seht ihr da oben das Wrack auf dem Berg? Da, ja, da wollte ich hochklettern. Aus einem anderen Grund, zufällig eigentlich eher, weil ich habe natürlich nach Schwefel gesucht, logisch. Schwefel haben wir ja in der letzten Folge erforscht und ich habe das ja auch auf meinem Scanner. Aber das war sehr umständlich, da hochzukommen. Zwischen lauter, ja, vulkanische, ich denke, das sind vulkanische Gase, so Schwefelgase da. Das passt zusammen, denn genau in so einem Feld ist auch unser Schwefelvorkommen. So, heute mal einen komischen Weg gefahren hier. Fahre ich sonst nie. Bin falsch abgebogen. Aber unser Ziel ist jetzt die Ölquelle, die wir auch beim letzten Mal schon besucht haben. Wollte mal versuchen, ob wir da nicht jetzt schon ein paar Ölpumpen hinstellen. Ihr seht ja in meiner Taskliste, dass ich das Material zusammen habe. Und fahren wir mal dahin. Und dann müssen wir natürlich überlegen, wie wir das wieder nach Hause bekommen. Ich denke, ja, definitiv. Ja, doch, ich habe mich darauf verständigt mit mir selber, dass wir Förderbänder bauen. Wir werden das hier fördern und nicht sofort hier auch schon Raffinerien hinstellen, sondern die Raffinerien bauen wir tatsächlich erst zu Hause wieder auf. Hier vorne ist unsere Ölquelle. Dieses ganze Gebäude, was ihr hier seht, ist ja nur provisorisch gewesen, um hier irgendwie Viecher davon abzuhalten, zu spawnen, was ja wirklich eine Unverschämtheit wäre. Wir wollen hier schließlich ungestört sein. Reißt sich etwas ab. Werdet gleich sehen, warum. Und zwar möchte ich hier die Ölpumpen hinstellen. Ja. Pass mal auf. Nehmen wir mal eine zur Hand. Und drehen die etwas. Wie denn so ungefähr? Ah, machen wir es mal so. Und noch eine daneben. Und dann versuchen wir mal hier richtig schön das zu befestigen. Sofern es überhaupt geht. Sofern es überhaupt möglich ist. Schauen wir mal, ob wir hier... Ich glaube nicht, dass die Dinger jetzt in einem vernünftigen Abstand zueinander stehen, dass das hier genau passt. Aber lass uns mal wenigstens ausprobieren. Ich wollte das hier einfach mal ein bisschen befestigen. Ah, seht ihr, das geht überhaupt nicht. So, ja, okay. Jetzt kommen wir so vorbei, das geht aber auch noch. Ja, ja, ist auch noch machbar. Ah, hier ist so eng. Ja, schade. Ja, dass ich einfach nur ein Gebäude hier rumbaue oder überhaupt etwas befestige, die ganze Anlage hier. Müssen wir uns natürlich jetzt auch mal die Förderbänder angucken. Ich glaube, die Ölpumpen haben nämlich einen ziemlichen Ausstoß. Also viel mehr als die normalen Bohrer. Für Erze. So, das Zeug kann weg. Ich glaube, da kommen 120 pro Ölpumpe raus. Jede Minute, ne? Also müssen wir zumindest schon mal die Mark II Förderbänder verwenden.
und die dann sogar noch zusammenführen in Mark 3. Ihr seht, ich bin nicht gänzlich unvorbereitet. Ich habe immerhin ein paar Zahlen auswendig gelernt. Jetzt sag mir mal, warum das hier nicht passt. Ich habe doch alles zusammengefügt. Hier ist doch was nicht in Ordnung. Einmal nicht aufgepasst und schon einige 100 Tonnen Beton, die wir wieder abreißen müssen. Das ist ein großes Drama. Könnten wir vielleicht sprengen, ne? Ihr wisst ja, wir können ja demnächst Sprengstoff herstellen. Irgendwie sowas, Schwarzpulver oder so. Aber ich glaube, Schwarzpulver, das ist auch nur ein Produkt, was wir dann auch irgendwie hochschicken können ins All. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas sprengen können in dem Sinne. Das käme mir jedenfalls komisch vor. Und dieses ganze Fundament, Leute, ja, ihr verdreht wieder die Augen, aber ich finde, es ist völlig für ein Popolores. Ich reiße es wieder komplett ab und werde das nochmal irgendwie richtig schön genau machen. Nicht jetzt, jetzt ist erstmal die Hauptsache, dass wir das Öl in unsere Richtung bekommen. Aber das ist einfach nicht so geworden hier, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Sehr schade zwar, aber ich nehme lieber mal den Beton wieder mit, bevor der hier so sinnlos und hässlich rumliegt. Denn wir werden noch mehr Beton brauchen. Wir brauchen ja noch Raffinerien, dafür brauchen wir eine neue Anlage. Die Anlage D wird das dann wahrscheinlich sein. So, und jetzt werde ich hier einfach mal ganz schnurstracks ein paar Förderbänder hinstellen. Ohne großes Palaver. Gehen wir erstmal hier lang und dann führen wir die mal hier zusammen. Irgendwie. Ungewohnt, dass ich hier so krumm und schief und hässlich baue, ich weiß, aber das soll uns jetzt erstmal für unsere Zwecke reichen. Werden wir hier direkt mal das Förderband etwas nach oben führen. Und in diese Richtung geht es dann ab. Das ist praktisch die gleiche Strecke, die wir jetzt gerade gekommen sind. Und zwar, ja, Luftlinie wäre natürlich jetzt hier viel besser, aber ich habe mir diese Gegend angeschaut. Ich habe mich da umgesehen und es ist nicht so toll. Wäre jetzt auch nicht so toll, wenn ich weiterhin Förderband 2 verwende. Wir brauchen jetzt das 3 hier. Und das ist sehr teuer. Da seht ihr, dafür brauchen wir dann auch die Stahlträger. Aber ich habe an alles gedacht. Ein paar Sachen jedenfalls habe ich mitgenommen. Jetzt laufe ich hier mal die Strecke ab. Hier können wir ja ruhig noch die normalen Förderbandstützen nehmen. So in zweier Höhe, damit wir mit dem Trecker da drunter herpassen. Die schaffen 270 Einheiten pro Minute. Ja, im Vergleich zum normalen Förderband 60, dann Mark II hat 120 und dann wird es sogar nochmal etwas verstärkt auf 270, statt einfach nur zu verdoppeln auf 240. Man kann ja auch später noch, wir haben jetzt auch intelligente Splitter zum Beispiel, da kann man auch mehrere Produkte auf einem Band fahren lassen und durch den intelligenten Splitter eben auch wieder auseinanderbringen, ne, und umsortieren. Gut, Kinder, jetzt machen wir peu à peu einfach hier mal weiter. Sollen wir vielleicht auch, komm, ja, hier können wir direkt machen, dass wir hier auch noch direkt die Strommast hinstellen. So, machen wir erstmal so richtig össelig heute, ganz ungewohnt. Finde ich ein bisschen komisch, weil ich normalerweise mir immer so viel Mühe gebe, auch wenn das keinem auffällt. Das ist jetzt hier so eine richtige Pionierarbeit, finde ich, ja, wirklich so erstmal die Versorgungsleitung legen und die Strecke abstecken, Förderbänder hinstellen, Meter für Meter. Parke ich mal hier so ein bisschen zentraler. Hauptsache, wir kommen von hier unten jetzt da oben ran. Und ja, vielleicht hier würde das wohl reichen. Ich glaube nicht. Das täuscht immer unheimlich. Man denkt immer, es ist total nah dran, aber boah, gerade eben. Cool. Zorsch.
So, und auf dem Rückweg die Förderbänder anschließen. Und das Stromkabel wieder herholen, wenn wir wieder unten sind. Aber bei aller Schlampigkeit, die ich heute an den Tag lege, werde ich trotzdem darauf achten, dass ich ja keine Glitches erzeuge, also dieses Kabel nicht irgendwo durchläuft, durch einen Stein oder sonst wie. Könnte man machen. Und ist auch gut so. Das wäre sonst echt schwierig für viele Leute, aber ich achte schon so ein bisschen drauf, dass ich nicht immer durch die Objekte da so fahre und die Dinge baue. Was ist denn hier unten noch so? Immer ein bisschen aufpassen. Ja, aber wir müssen jetzt irgendwie hier hoch, ne? Voll friedlich hier. Oh, jetzt sehe ich die Stütze gar nicht mehr. Doch, da vorne. Hoffentlich ist sie nicht zu weit. Das sage ich dauernd, ich weiß, das ist halt wirklich mal so knapp vor kurz, ne? Versuch mal, ob ich schon von oben rankomme, dass ich hier schon mal durchfahre, durch diese ganze Gefahrenzone. So, Stoppi. Hier direkt hoch. So, kommen wir an. Können wir das schon packen? Hier vorne, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, komm, das kriegen wir doch hin. Genau, sehr gut. Und dann hier hoch. Moment, da machen wir hier mal recht eine kleine geschmeidige Kurve hin. Ruhig etwas höher. Und dann geht es da hoch schon. Da sind wir fast oben. Das ist schon richtig cool. Dort oben haben wir ja noch die großen Förderbänder stehen. Oh, die Stütze sieht ja echt doof aus hier. An den stapelbaren Fördermännern können wir dann praktisch die Strecken zusammenführen mit unserer Kohle, die da lang fließt. Und Katerium auch, ne? Und was wetten wir, dass mir jetzt auf den letzten Metern noch das Förderband ausgeht? Die Stahlträger. Ich meine, ganz bis nach Hause komme ich sowieso nicht. Das ist mir jetzt inzwischen klar. Was haben wir denn noch? 17. Zack, und das war's dann. Aber gut, bis dahin. Das ist doch sehr schön. Ich finde, das ist ein großer Erfolg, Kinders. Das ist echt ein großer Erfolg. Wir bekommen Öl. Es kann weitergehen. Ja, Öl ist jetzt das Allerwichtigste. Auch wir sprechen jetzt ja viel von den neuen Sachen aus dem neuen Update. Quarz und Schwefel. Können wir beides noch lange überhaupt nicht verwenden, weil wir erstmal Öl brauchen. Wir brauchen viele Produkte erstmal, die wir aus dem Öl gewinnen. Allein auch für eine Gasmaske. Die ist so teuer. Und ohne Computer bzw. hier solche Ölgeschichten ist das noch in weiter Ferne. Und bevor ich keine Gasmaske habe, das werdet ihr sicher gleich sehen, ich versuche mich jetzt allerdings nochmal zu heilen. Leider habe ich auch meinen Inhalator, den letzten, den ich dabei hatte, habe ich auch in meinem Desaster da verloren. Und das ist eben auch sehr schade, denn die Kiste ist verschwunden. Ich bin ja hier abgestürzt irgendwo und habe meinen Truck oben stehen lassen müssen. Hier bin ich, glaube ich, runtergefallen, oder? Das ist im Prinzip auch egal. Ich musste danach nur kurz den, ich musste praktisch ausschalten, weil ich keine Zeit mehr hatte. In der Zwischenzeit kam ein neues, so ein neuer Bugfix, so ein Update. Und seitdem, ja, als ich hier gestartet habe, ist meine Kiste nicht mehr da gewesen. Mit meinen ganzen Ersatzteilen, die ich dabei hatte. Sehr schade. Da war nicht nur der Inhalator drin, da waren viele kostbare Sachen drin.
Das Rezept für den Inhalator ist aber verändert worden. Offenbar ist das jetzt billiger. Das begrüße ich sehr. Man braucht sehr viele Ressourcen. Ich sammle jetzt einiges ein, dann werde ich mir mal einen Inhalator herstellen und dann werden wir doch mal da hochfahren, damit ihr auch seht, wo ich da war und vor allem, damit ihr auch schon mal den Weg kennt, wo es denn zu unserer zukünftigen Schwefelabbauquelle da geht. Ich muss ja sowieso nochmal ins Hub, um meine Sachen hier nochmal ein bisschen aufzufüllen. Das mache ich auch jetzt vorher, bevor ich es vergesse. Und ihr seht auch, das füllt sich alles immer nach wie vor richtig schön auf, also braucht euch wirklich, wirklich, ich habe es in der letzten Folge schon mal betont, ihr braucht euch wirklich echt keine Sorgen machen, dass uns die Materialien oder Ressourcen ausgehen. Es läuft alles auf Hochtouren, es läuft so gut es geht. Ne? Also mehr als das jetzt immer wieder zu erklären, kann ich auch nicht tun, liebe Leute. So, und dann haben wir hier den Inhaler, genau, was braucht der denn? Der braucht nämlich jetzt Mycelium, aber sonst immer noch ganz viel Zeugs. Diese kostbaren Pilze auch. Speckpilz, genau. Ich habe noch welche in der Kiste. Komm, die verarbeiten wir jetzt alle. Auch hier mit Mycelium. Und da sind die Pilze. Und dann nehmen wir noch dieses Bärchen mit, was wir hier so haben. Und gucken wir mal, dass wir das noch hinbekommen. 3 Stück. Ja, super. Beton haben wir auch noch dabei. Aber Stahlträger werde ich mir schnell schnappen in der Anlage B. So, seht ihr, ist schon noch einiges vorhanden, gar kein Problem. Ich hab's voll drauf, ey. So, komm her, dich nimm, ah, kommst du mal. So, ich wollte mal noch ein paar Sachen hier abgreifen. Nur so, hab ich Bock drauf, hier noch richtig schön warm ist das Zeug. Taufrisch. Nee, ich hab die ganzen neuen Rezepte für irgendwelche, Maschinen und so noch nicht so im Kopf, deswegen nehme ich mal einfach ein paar so von diesen modernen Teilen mit. Vielleicht können wir die gut gebrauchen, keine Ahnung. Ich habe ja inzwischen ein sehr schönes, großes Inventar. Da passt jede Menge. Das macht richtig Spaß jetzt. Wo ist mein Truck? Ach da. Das werde ich auch nicht mehr lernen, dass das kein Truck ist, sondern der Trecker. Klappt. Okay. LKW bauen wir auch noch, aber alles zu seiner Zeit, Leute. Jetzt erstmal eins am anderen. Hier und zwar suchen wir uns jetzt mal den Weg. Das ist sehr umständlich. Guck mal, um da hochzukommen. Da kommen wir sowieso nicht mit dem Truck hin, aber da auf das Nebengelände praktisch, wo ich auch meinen Trecker verloren habe, den ich jetzt gleich effen möchte. Denn ich kann ja nicht zwei auf einmal fahren, ja? So, wie kommen wir mit dem Trecker dahin? Ganz doof an unserer Kohlenmine vorbei. Das war halt blöd zu finden, ja? Ich habe ja den Scanner verwendet. Schwefel ist ja erforscht, also haben wir den auch auf dem Scanner. Und dann fährt man immer hier so vorbei. Da steht immer so 60 Meter, 100 Meter und man findet es nicht. Ja, die einzige Lösung ist dann natürlich, es muss irgendwo oben sein. Pass mal auf, da müssen wir nämlich jetzt hier um die Ecke. Da sind wir mal kurz vor langer, langer Zeit zur Erkundung lang gefahren. Ich glaube, hier war das erste Mal, dass wir die Wüste gesehen haben. So war das nämlich. Und dann bin ich hier oben zurückgefahren. Im Glauben, dass wir wieder zurückkommen. Aber hier geht es eigentlich in eine ganz andere Gegend. Hier fahren wir nämlich jetzt rechts rum. Oh, komm, komm, streng dich mal an. Du schaffst es, du schaffst es. Und guck mal, was da liegt. Ja, die habe ich extra für euch liegen lassen. Ich bin ja hier schon einmal lang gefahren. Und nochmal ein paar Mal zu Fuß habe ich da mein Glück versucht, bis ich dann auf die Idee mit den Trucks kam, wo ich es dann irgendwann leid war. Komm, die holen wir uns mal. Die ist schön und gelb. Muss ja sein. Und über die gelben freuen wir uns ganz, ganz besonders. Nur was wir noch gar nicht gefunden haben, das sind die violetten Schnecken. Die gibt es auch. Habe ich noch gar keine gesehen. Also ich weiß überhaupt nicht, vielleicht ist das auch nur ein Gerücht. Aber jetzt muss ich Gas geben, Kinders. Da müssen wir jetzt durch. Ich bin ja ganz geheilt. Das müsste funktionieren. Aber es ist echt super blöde hier oben. Und hier rechts, da rechts, in dem Nebel, das ist unser Schwefelvorkommen. So, hier ein bisschen erholen. Und dann nochmal mit Vollgas da durch. Und da hinten steht der Truck. Ach, hör auf, mich hier so anzupulverisieren. Keine Ahnung. So, du wirst geäfft, mein lieber Freund. Zack, und hier ist echt meine Kiste nicht, ne? Keine Kiste, weil ja, ist ja auch nichts oben drin angezeigt. Da ist was verdoppelt, das sind unsere ganzen Traktoren. Ja, ist echt nichts. Ärgerlich, ärgerlich.
So, und jetzt müssen wir da hochgehen. Das machen wir jetzt auch noch. Wirklich, jetzt möchte ich endlich da hoch. Dieses blöde Wrack da oben. Eigentlich wollte ich ja hier nur Schwefel suchen und dann habe ich das Wrack gesehen. Obwohl man das ja auch von unten schon sehen kann. Das ist mir nie aufgefallen. So, wie machen wir das jetzt? Ich habe nämlich keine Sprungschuhe mehr an. Also müssen wir wieder unsere doofe Methode, sag ich mal, verwenden. Das mache ich ja im Grunde nicht so gerne. Das ist ein bisschen Fuscherei, ne? Naja, ist erlaubt. Ich weiß. Ist alles nicht so schlimm hier. Wir sind doch ganz entspannte Leute. Wir machen doch jetzt hier nicht so einen Wind. Wegen ein bisschen Cheaten. Endlich hier oben. Denn da bin ich runtergefallen. Komisch. Sieht gar nicht so hoch aus. Oh, was ist das denn? Schwefel nochmal, ja. Quarz wäre jetzt schön. Quarz wäre jetzt wirklich sehr, sehr schön. Da ist noch eine Schnecke. Ja gut, ich denke mal, diesmal brechen wir unsere Minenarbeiter-Maxime. Nummer 2. Und lassen die Schnecke mal Schnecke sein. Die holen wir uns sonst wann. Ach komm, Boden zu steil, Boden zu steil. Erzähl doch nichts. Ach komm, erzähl doch nichts. Können wir hier vielleicht eine Treppe bauen? Komm, dann bauen wir eine Treppe hin. Hui. Na also, so geht's auch. Jetzt verbaue ich hier die ganze Zeit das kostbare Förderband. Ja, ich kann es ja wieder abreißen. Werde ich wahrscheinlich sowieso tun. Aber komm, lass uns mal eben tauschen. Das ist ja doch ein bisschen hier Atombomben auf Mücken werfen, ne? Nehmen wir wieder das Einfache. Das Billige. Ist ja auch die Frage, der Hauptschatz, der ist ja wahrscheinlich noch da irgendwo drin. Manchmal hat man Glück, manchmal, manche Wracks sind unverschlossen. Das ist ganz selten allerdings. Aber das habe ich auch schon mal erlebt. Ja, da kommt man dann so ran, aber normalerweise muss man da irgendwie Strom oder irgendein spezielles Teil reinlegen. Vielleicht haben wir ja mal ein Glück heute ein bisschen. Nach meiner Odyssee, die ihr ja Gott sei Dank nie miterlebt habt, so, nur aus meinen Erzählungen kennt. Hättet ihr was zu lachen gehabt. Habt ihr ja sonst nie. Ich glaube, wir sind oben. Tatsächlich. Machen wir auch schon mal ein bisschen Licht an. Hier wird allmählich dunkel. So, was finden wir denn Schönes? Da liegen Platinen, komme ich gerade nicht ran. Und hier ist gleich, da gucken wir gleich mal rein. In aller Ruhe, ich mach's spannend. Keine Teile, doch Kabel. Ist das? Oh, eine Batterie. Eine Batterie? Nicht genug Platz. Super. Ganz toll, da schmeißen wir die gelbe Schnecke weg. Was? Einfach mal ein bisschen Beton vernichtet. Beton ist so ein bisschen, ja, das Billigste, denke ich mal, was wir so haben. Oh, jetzt kann ich es auch aufnehmen. Eine Batterie, ein neues Objekt. Ja, ich mache es auch ein bisschen spannend. Das ist gerade so schön hier oben. Man könnte ja vielleicht auch mal ein Foto machen, ne? Pass auf, wir machen mal ein Foto. Das war's. So, aber jetzt schauen wir mal da rein, ja? Batteriedefekt. Wir haben noch eine gefunden. Vielleicht kann man... Nee, ja, nö, oder was? Nee, kann man nicht. Da ist auch noch gar kein Bildchen drauf. Das wird noch nicht aktiviert sein. Statoren brauchen wir. Wieso? Moment. Die habe ich mitgebracht. Ach so, wir brauchen beides. Ach so, geht es wirklich nicht. Ach, da muss ich ein Stromkabel hochlegen. Ja gut, legen wir ein Stromkabel hier hoch. Jetzt gebe ich auch nicht auf, Kinders. Jetzt ist aber wirklich Schluss hier. So. Ja, Schluss ist jetzt auch mit dieser Folge. Leider. Aber ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und lasst mich und meinen kleinen Trecker da unten nicht allein. Einsam und verlassen. Und selbst wenn man das UI ausstellt, ist immer noch dieser dämliche Banner zu sehen. Ich weiß nicht, was sie sich damit vorgestellt haben. Ah, ich könnte mich schon wieder aufregen. Tue ich aber nicht. Leute, ich bin gut drauf. Beim nächsten Mal geht's fröhlich weiter. Für heute bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch ja keine Angst einjagen.